Thank you, Chair. Dear Rapporteur Anna, dear Madam Commissioner, ich möchte als erstes vielleicht mal sagen, Papier ist geduldig. Und in dem Papier, das uns heute vorliegt zum Abstehen, steht ganz viel Richtiges drin, allerdings leider sehr, sehr wenig Konkretes. Und ich habe den Eindruck, dass sehr, sehr viele Kollegen hier im Raume ihre Energie darauf verwenden, anstatt die Eisenbahn besser zu machen, lieber zu gucken, wie kann man andere Verkehrsträger schlechter machen. Und deswegen möchte ich gerne drei Punkte ansprechen im Bereich Eisenbahn, die wir anpacken müssen. Das erste ist das Kapazitätsproblem. Wir haben in vielen Ländern Europas keine Kapazitätsprobleme. Um diese zu erhöhen, brauchen wir Investitionen in die Struktur der Schiene. In Frankreich beispielsweise, Frau Kollegin Le Chantur, wird das gemacht, seitdem Emmanuel Macron übrigens an der Regierung ist. Und wir brauchen Digitalisierung im TMS. Wir brauchen zweitens digitale Ticketbuchungen, das ist in dem Papier auch angesprochen. Und drittens brauchen wir Wettbewerb auf der Schiene. Wir sehen überall dort, wo es Wettbewerb gibt, dass mehr Menschen bessere Services nutzen, dass mehr Menschen die Schiene nutzen. Und schauen Sie nach Italien beispielsweise. Ich glaube, das ist das, was wir tun müssten. Das, was allerdings im Moment passiert, in der Corona-Krise, ist, dass Staaten weiter Protektionismus betreiben und ihre Staatsunternehmen bevorzugen, statt echten Wettbewerb zu befördern. Vielen Dank.